Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stardew Valley. Krasse Themen bereden wir jeden Tag. Yay! Oh, das war irgendwie ein Nintendo-Intro. Naja, egal. Willkommen zurück zu Stardew Valley. Ich versuche immer noch herauszufinden, wer denn jetzt schwanger ist. Sind wir jetzt irgendwie gemeinsam schwanger? Ist Shane schwanger? Bin ich schwanger? Wer ist denn jetzt eigentlich schwanger hier im Spiel? Mach mich fertig. Brauche nähere Informationen zu sowas. Tomka-Suppe ist ja richtig unglaublich krass. So, die Cookies kommen da rein. Ich muss mal hier gerade ein bisschen aufräumen, ne? Und dann müssen wir noch fischen, fischen, fischen. Den ganzen Pieptag. Oh, Shane ist wieder bei Charlie. Und draußen rennen wieder meine Viecher durch die Gegend. Ja, ich muss mich darum kümmern, das irgendwie besser zu organisieren. Charlie geht es hier richtig gut. Freundschaft ist auch für Hühner wichtig. Oh, Charlie hat sich mit den anderen Hühnern angefreundet, hoffe ich. Ich hoffe, die mögen sich. Ich hoffe sehr, dass die alle ein harmonisches Verhältnis zueinander pflegen. Vielleicht ist Charlie auch mehr so ein Entenhuhn, weiß man ja nicht, ne? War hier noch einer da? Irgendwas noch was dazwischen? War Po? Hi, Po? Oh, die Katze so. Yeah! Oh, so cute. Hilfe. Ich bin umzingelt. Hilfe. Ah, Hilfe. Ah. Okay, dann gehen wir noch mal schnell hinein und sammeln ein paar Eier auf und verarbeiten die zur Mayonnaise. Tja, also ich habe also keine Ahnung, wie das mit der Schwangerschaft im Spiel abläuft, aber ich glaube, das braucht einiges an Zeit. Würde ja auch Sinn machen. Also 9 Monate wahrscheinlich nicht, weil dann bräuchten wir ja so dem Spiel nach ein paar Jahreszeiten. Weiß ich nicht, so 1,5 Jahreszeiten würde allerdings Sinn machen, oder? Oder eine Jahreszeit lang? Oh, die sehen gut aus. Kann ich schon irgendwas ernten? Natürlich nicht. Und ich darf nicht vergessen, hier zu gießen. Mal gucken, wie realistisch sie das gestaltet haben hier, beziehungsweise der eine Entwickler, wie realistisch er das gestaltet hat. Der Schwangerschaft. Einige Dinge sind ja sehr liebevoll ausgearbeitet bei Stardew Valley und andere Dinge eher so ein bisschen platt. Und gerade was die Beziehungsentwicklung angeht, dafür, dass dieses Spiel so erfolgreich ist, finde ich das ziemlich platt alles. Dass man sehr schnell an ein Ende stößt und ich mir denke, ja, da könnte man aber noch mehr draus machen. Bei dem Entwickler ist das so nicht ganz Fisch und nicht ganz Fleisch, würde ich behaupten, wenn ihr mir diesen Vergleich erlaubt. Aber ansonsten, ja, ich mag Stardew Valley. Trotzdem, Spiele wie Harvest Moon kommen mir noch ein bisschen durchdachter vor. Ich habe auch dieses, oh, wie heißt es denn? Es ist Dingsbums of Seasons, Stories of Seasons. Dieses andere Harvest Moon ähnliche Spiel für den Nintendo 3DS versucht, okay? Aber das Intro war so lang, dass ich es nicht durchgehalten habe. Es war leider, also es war so langatmig und ich hab dann einfach den Faden verloren, den Anschluss verloren. Das war leider nichts für mich. So ist das ja manchmal. Oh, ich habe noch ein bisschen Platz im Inventar, sehr gut. Mal gucken, ob wir mal etwas Ähnliches noch finden werden. Ich warte ja noch auf Künzit. Keinzit? Künzit? Künzit? Heißt es Künzit? Ich bin immer noch verwirrt. Dazu hatte ich mein Video hochgeladen. Das ist ja quasi das, was Stardew Valley hat, nur storybasierender. Also die Entwickler, die dahinter stehen, das Team hat ja gesagt, sie wollten das, was Stardew Valley hat, nur noch storyorientierter gestalten. Und noch mystischer. Und was sie bis jetzt gezeigt haben und was man anspielen kann und die neuen Screenshots und die Überarbeitung und all das, was sie schon in das Spiel investiert haben, sieht so gut aus. Ich kann es kaum abwarten. Ja, sie nehmen sich ja alle Zeit der Welt, die sie brauchen für das Projekt. Es ist finanziert, also sagen sie ja. Wir können jetzt unsere ganze Energie da reinstecken. Wir werden jetzt nicht versuchen, ein Release übers Knie zu brechen, was ich persönlich sehr befürworte. Gut Ding will Weile haben. Ich kann ja sogar hier tatsächlich noch ein paar Trüffel einsammeln, die auch sehr viel Geld bringen. Ich könnte mal Trüffel verkaufen, dann wäre ich, glaube ich, sehr, sehr reich. Mäh, mäh. Also die Ziegen machen mäh, die Schafe machen bäh. Okay, das muss ich mir merken. Mhm. Geht's euch gut, ja? Schwabbel geht's auch gut? Sehr schön. Tja. Wir hatten in den letzten Folgen die Thematik Kinderkriegen und ich habe mir all eure Kommentare und euer Feedback zum Thema Kinderkriegen durchgelesen. Es war sehr spannend, die unterschiedlichen Ansichten. Natürlich gab es auch hier wieder kleinere Diskussionen über diese Thematik von wegen so Abtreibung, bla bla und ja, für, nein, kann ich verstehen, aber ist doch auch und etc.
Ich finde, man kann darüber zwar diskutieren, um die Sichtweise einer anderen Person kennenzulernen, aber wenn es um diese Thematik geht, dann gibt es keine Antwort. Es gibt da einfach keine richtige Antwort, weil dafür müssten wir die Antwort des Lebens kennen und jeder kennt für sich eine eigene Antwort des Lebens. Ich verkaufe einfach mal ganz viel Trüffel. Wird voll gut. Jeder kennt eine eigene Antwort des Lebens für sich oder sucht danach, deswegen ich würde mir nicht anmaßen, das beurteilen zu können, beurteilen zu wollen, für jemanden entscheiden zu wollen oder zu glauben, ich wüsste etwas. Also, ob man ein Kind kriegen will, ob man ein Kind behalten will, ob man ein Kind großziehen kann oder nicht. Ich meine, die Option besteht ja auch noch, dass man ein Kind kriegt und das Kind abgibt, auch wenn das sehr, 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 sehr drastisch sein kann, wenn man das zum Beispiel nur tut, weil man eben nicht für das Kind da sein kann. Ne, das muss aber jeder für sich entscheiden. Also, ich glaube, wir Menschen sind zu sehr eingenommen. Ich verkaufe jetzt mal übrigens wieder ganz viel Schüssel. Wir sind alle zu sehr eingenommen von unserer Arroganz, dass wir meinen zu wissen, was moralisch korrekt ist. Und ich habe so oft in meinem Leben geglaubt zu wissen, was moralisch korrekt ist und habe es dann komplett umlernen müssen und habe dann eine andere Sichtweise bekommen oder ein anderes Verständnis. Blaubeeren hebe ich immer auf zum Verarbeiten. Ja, also es hat sich so viel verändert in meinem Leben an Sichtweisen, an Erfahrungen, dass ich mir einfach nicht anmaßen will, gerade bei solchen Fragen etwas entscheiden zu dürfen. Und oh Gott, man sollte halt immer alles verstehen. Ich hatte mir überlegt, dass ich das, was wir jetzt hier an Stardew Valley haben, auf jeden Fall weitermachen möchte als Vlog-Format. Und ich habe nie für mich Themenformat, wie auch immer, also als themenbasierende Serie auf YouTube zu machen. Und ich habe immer gesucht, erst mit dem Moralomat, dann einfach, indem ich nur gequatscht habe. Ich habe immer nach Vlog-Formaten gesucht, die das beinhalten, was ich so an diesem Gequatsche liebe mit euch. Dass man Content zum Ansehen hat, wo ich nicht nur vor der Kamera sitze, sondern auch andere Dinge. Oder dass man ein Spiel hat, das einen auch anregt, nachzudenken. Stardew Valley hat uns viel Input gegeben. Stardew Valley hat viele Sichtweisen verändert, weil wir uns auch mit Thematiken auseinandergesetzt haben, die das Spiel vorgegeben hat. Das will ich nicht missen. Aber das kann ich halt auch nicht in einem ganz einfachen Videoformat unterbringen. Also habe ich sehr lange überlegt, in den ganzen letzten Monaten, eigentlich über 2 Jahre hinweg, was für eine Art Videoformat ich machen möchte und wie ich es hinbekommen kann, Themen mit euch reflektiert durchzugehen, plus Unterhaltungswert, plus ja, Zuschauerwert, dass man auch noch mehr sieht als nur mein Gesicht oder dass ich irgendwelche Statistiken zusammenklöppeln muss, damit man noch etwas anderes zu sehen bekommt. Und dann gab es diese Reaction-Video-Welle auf YouTube. Das wollte ich nicht. Es gab diese Reaction-Video-Welle auf YouTube. Und viele Leute, die auf Videos sich reagieren, also sie gucken sich ein Video an und man sieht, wie sie darauf reagieren. Und die Grundidee dessen hatten wir ja schon mal abgehandelt durch diese Livestreams, die wir damals gemacht haben. Und zwar habe ich ja immer, wenn wir, oh Gott, das ist 10 Jahre her, ne, dass damals, als es noch Livestream.com gab und ich habe nur meinen Honeyboy-Cookie-Kanal gehabt, da haben wir in unseren Livestreams gelegentlich, wenn wir fertig waren, uns die neuesten Videos auf YouTube angesehen, weil ihr gesagt habt, ey, guck mal, da ist ein neues Kadi-Video rausgekommen. Ey, da ist ein neues Video rausgekommen. Ey, der hat ein neues Video hochgeladen. Und dann haben wir uns das einfach zusammen angeguckt. So im kleinen Kreis von so um die 100 Leute waren wir da meistens bei den Streams. Und das war ja auch schon dieses Reaction-Format. Nur haben wir dann noch sehr lange auch darüber geredet und uns Themen angeschaut. Wir haben auch sehr kontroverse Videos angeguckt und versucht dann zu verstehen, was wir da eigentlich gesehen haben oder woher kommt das und wenn es um Mode oder Design ging und so, was war das alles und was verbinden wir damit? Und das hat immer sehr viel Spaß gemacht, das fand ich sehr schön und ich denke, dass das genau die Möglichkeit ist, auf einem etwas höheren Level der Unterhaltung natürlich, um die Videos zu machen, die ich gerne machen möchte, und zwar die Videos zu Themen. Sprich, ich werde mir Themen raussuchen, über die ich reden möchte. Ja, da gibt es ja alles Mögliche. Wir haben ja festgestellt, es gibt wahnsinnig viel, über das man auch immer wieder reden kann. Und ich werde zu diesen Themen recherchieren. Ich werde Internetseiten heraussuchen, die ich spannend und finde. Ich glaube, die hebe ich mal alle auf. Für Wein. Preiselbeeren, da kann ich ein bisschen was verkaufen, ja. Ich werde mir Themen heraussuchen, die ich spannend finde. Und werde dazu recherchieren, werde mir Artikel durchlesen, werde diese Artikel dann auch verlinken, die Essenz daraus ziehen, versuche mit so vielen Quellen zu arbeiten wie möglich. Und ich werde mir dazu YouTube-Videos anschauen. Und wir werden eine allgemeine Reaktion von mir auf unterschiedlichen Content erleben. Das hebe ich für Bier auf. Sprich, da wird man dann vielleicht mal irgendwie so die 3 Minuten lang
Szenen sehen, wie ich mich mit dieser Thematik auseinandersetze und denke so, wow, okay, krass. Oder nach dem Motto, hey, hier, das ist neu für mich, der und der Input. Wenn es nichts Spannendes gibt, weil ich irgendwie weil ich mir ein Video angucke und da kann man nichts Spannendes so zeigen, dann nicht. Aber sprich, ich werde alle Medien, und ich glaube, das ist der springende Punkt, ich glaube, daran kann ich es am besten erklären, ich werde alle Medien nutzen, die mir, Alter, wie viele Pfirsiche habe ich denn? Die mir zur Verfügung stehen. Ich werde alle Medien nutzen, die ich zur Verfügung habe, um Contents zu beleuchten. Sprich, wir werden uns gemeinsam Videos ansehen, also winzige, kurze Ausschnitte, damit ihr sehen könnt, wo ihr euch informieren könnt, wo es diese Videos auf YouTube gibt, die vielleicht interessant für euch sind. Ja? Sie werden verlinkt sein und man wird ein Gefühl dafür bekommen. Ich will euch zeigen, wie ihr mit den Medien um euch herum lernen könnt. Ich werde auf all das eingehen, was das Internet uns bietet, um zu verstehen, zu lernen, zu wachsen, den Horizont zu erweitern. Und ja, oft werden das vielleicht auch Themen sein, die aus einem YouTube-Video herauskommen. Ich sehe ein interessantes YouTube-Video, machen quasi eine, wie soll ich sagen, eine Bestandsaufnahme. Ey Leute, ich habe mir gerade dieses Video angeguckt und dazu sind mir die Gedanken gekommen. Jetzt gucke ich mir mal an, was ich dazu finden kann im Internet. Also ich möchte eigentlich das, was mich in den letzten Jahren hat wachsen lassen, übertragen auf diese Themenvideos. Weil so informiere ich mich weiter durch Dinge, die auf Twitter geteilt werden. Ich will jetzt nicht Lil News sein, ne? LeFloid macht ja auch mehr oder weniger Reaktionsnachrichten, weil er auf die Nachrichten, die in den Social Networks so herumgeistern, reagiert. Aber ich werde das ein bisschen länger ausbreiten, aber trotzdem finde ich so diese ganze Idee dahinter und auch das, wie Content aufbereitet wird, sehr spannend und sehr, wie soll ich sagen, neugierig machend. Also wenn LeFloid über irgendetwas berichtet, ist mir das zwar meistens ein bisschen zu meinungsorientiert noch. Ich wünschte, er wäre in vielen Dingen etwas objektiver. Ich bin ja auch nicht immer objektiv, so ist es ja nicht. Aber bei manchen Themen müsste man objektiver sein, bei manchen nicht, meiner Meinung nach. Und ich möchte halt mit meiner Art meinen Content auf ähnlich unterhaltsame Art und Weise herüberbringen können. Ich hoffe, ich habe mich einigermaßen vernünftig ausgedrückt, denn es fällt mir gerade schwer, das zu erklären. Ihr seht, ich arbeite deswegen noch am Format, weil ich, dann wenn ich das Format schon, ach Gott, in 20 Minuten in einem Video erst erklärt kriege, dann ist es ziemlich schwierig, das als Konzept auf einen Kanal zu bringen. Deswegen passt aber auch umso mehr denn je der Name Vollkorn Honig. Weil das meine ich, das ist Vollkorn. Ich möchte einfach all das nutzen, was ich durch das Internet erlebt und erfahren habe, wie ich Informationen in mein Gehirn bekomme, wie ich reflektieren gelernt habe, wie ich gelernt habe, meine Ängste durch das Internet abzubauen, eben weil ich so viel lernen konnte. Das möchte ich zeigen und das möchte ich darstellen und das möchte ich mit euch zusammen erleben. Und ich glaube, das ist eine ziemlich coole Idee. Also, es ist nichts Neues, aber auch irgendwie nichts Altes und es ist wenigstens ich. Ich muss mich ja mit dem Format identifizieren können. Es soll nicht zu aufwendig werden, sonst mache ich das nämlich wieder nicht, weil es für mich zu aufwendig ist und ich deswegen nebenbei nichts anderes machen kann. Und ich bin die Person, ich muss an vielen Dingen gleichzeitig arbeiten, um Energie dafür zu haben. So bin ich, das ist einfach mein Charakter. Und das ist voll in Ordnung, jeder hat sein eigenes Tempo. Ich bin halt ein Mensch, ich muss viele meiner Talente und viele meiner Hobbys bedienen, damit ich zufrieden bin, weil ich dann das Gefühl habe, voranzukommen. Ich kann mich nicht auf eine Sache fokussieren, sprich, ich will Gaming machen und ich will meine Kochvideos machen und ich will meine Kritzelpixel-Videos machen und ich will dann meinen Meinungskontent machen, das heißt Informationscontent. Ja, ich will ja nicht Leuten Informationen vermitteln, sondern ich will ihnen zeigen, wo diese Informationen sind und gleichzeitig Informationen vermitteln, aber auch vielmehr sie dazu anregen, sich selber diesen Informationen hinzugeben. Ist das jetzt verständlich? Ich glaube ja. So. Das braucht natürlich auch alles ein bisschen Energie und ich versuche halt aktuell einfach erstmal gesund zu werden, weil ich habe einfach heute Morgen, ich bin zwar um 7.30 Uhr schon wach gewesen und ich bin um 8.30 Uhr aufgestanden dann, endlich mal, das bringt halt einfach nichts, weil wenn, was soll ich machen, sich in der Ecke rumliegen, Franz ist dann noch im Bad und bla und blub, da kann ich auch genauso gut im Bett liegen bleiben. Ich glaube, ich gehe noch ein bisschen in die Minen. Ja, das ist eine ganz sinnvolle Idee, damit wir heute noch was geschissen kriegen. Vielleicht hat doch heute wieder jemand Geburtstag und ich habe es übersehen, das könnte sein. Ja, also ich möchte mich nicht überanstrengen und ich möchte nicht zu viel von mir verlangen, damit ich nicht wieder enttäuscht bin und dann kriege ich wieder irgendwas nicht hin und schiebe es vor mich her. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ich in einer Phase bin, dass ich ein Projekt vor der Nase habe, das ich machen muss. Ich finde keinen Zugang dazu, weil ich nicht die richtige Planung habe, denn ich bin ohne Planung aufgeschmissen und dann schiebe ich das die ganze Zeit lang vor mir her.
krieg's nicht auf die Reihe und das lähmt mich und ich krieg da nichts hin. Deswegen stehe ich immer... Oh, Shane hat heute Geburtstag. Gut, dass ich an den Geburtstag meines Freundes denke. Hatte ich nicht Pepperoni-Pepper-Popper? Ich hatte doch noch Pepperoni-Popper. Das war Pizza. Ja, Paprika-Popper. Das ist sein Lieblingsessen. Hier, Schatz. Du hast dich an meinen Geburtstag erinnert? Ich bin beeindruckt, danke. Ja, ich bin auch beeindruckt. Oh, ich habe den zweiten Text nicht gekriegt. Egal, dann wird geknutscht. Das geht auch. Höp. Höp. Kann ich jetzt nochmal mit ihm reden? Nein, kann ich leider nicht. Schade. Pfannkuchen. So lecker. Pfannkuchen. Plus zwei sammeln. Kann ich dann noch mehr sammeln, wenn ich das eigentlich kriege? Weiß ich gar nicht. Mach mal wieder ein paar davon. Hofarbeit. Angriff. Verteidigung. Brauch mehr Rezepte. Oh, Lolli. Wetterbesicht, Wahrsage. Nee, ich brauch wieder dieses Rezepte-TV. Ich vergesse das immer wieder, dass da Rezepte-TV ist. Krieg ich immer nicht mit. Ich könnte jetzt natürlich auch noch in die Wüste fahren. Gerade so. Pams Geburtstag habe ich leider vergessen. Es tut mir ein bisschen leid. Ja. Naja, wie gesagt, ich will mich nicht überanstrengen, weil aktuell habe ich echt so Probleme mit meinem Magen. Wie gesagt, heute Morgen bin ich früh aufgestanden, aber ich habe es bis 11 Uhr nicht auf die Reihe gekriegt, etwas zu tun. Weil diese... Ich habe ja keine Magenschmerzen, aber dieses Gefühl von leichtem Sodbrennen und dem angespannten, entzündeten Magen ist so... Ich kann es nicht beschreiben. Es lähmt so massiv. Es gibt einem keine Energie, etwas zu tun. Und Kreativität bedarf einfach so einer Initialenergie. Wenn ich dann erstmal angefangen habe, was zu machen, ist in Ordnung. Aber bis ich was gemacht habe, hänge ich in so einer Krankheitsdepression fest, die super nervig sein kann. Zusätzlich dazu, dass ich halt... dann immer erstmal von 3 Milliarden Viechern angegriffen werde. What the fuck? What the fuck? Zusätzlich, dass ich, halt nicht so viel essen kann aktuell. Ich hasse euch alle. Alter, was geht? What the fuck ist gerade passiert? Verpiss dich. Aus meiner Existenz. Aus meiner Existenz. Alter Schwede, da gehst du 2 Meter hier drin und erstmal soll man Gamora. Ey, ihr kleinen Minischleime, könnt mich mal. Zack. Weg. Danke. Wow. Ist okay, Bros. Es geht ja richtig steil. Alles explodiert. Totales Chaos und Zerstörung. Wow, wow, wow. Ja. Also wie gesagt, ich will nicht überanstrengen. Ich habe auch gerade noch ein paar Illustrationsaufträge. Gott sei Dank einfach mal wieder normale Arbeit. Also falls sie angenommen werden. Ich koste ja ein bisschen Geld. Ich bin ja 50 Euro Stundenlohn. Ist nicht für jeden einfach so zu bezahlen. Ist da völlig legitim und absolut normal für meinen Berufsstand. Aber nicht für alle Leute so normal, das zu wissen. Also dass man als Freiberufler... Ne? Wie war das noch? Kritische Treffer sind tödlich? Zumindest hieß das so, dass ich jetzt kritische Treffer habe, die für Gegner tödlich sind. Sind instant weg. Und sterbt ihr eigentlich irgendwann ganz, wenn ich euch oft genug gehauen habe? Weil ich habe das Gefühl, dass man denen einfach nur genügend Schaden machen muss. Und dann ist gut. Keine Ahnung, meine Minenfähigkeit ist ja jetzt auf Maximum. Naja, also auf jeden Fall 1000 Ideen, 1000 Möglichkeiten und ich brauche halt immer einen Plan. Ich funktioniere nicht ohne Plan. Ich brauche einfach einen festen Ablauf, sonst bremse ich mich selbst aus. Und da ich ja keine, ich habe ja nicht sowas wie Deadlines, auf die ich mich einstellen kann. Ich habe ja nicht so etwas, wo ich irgendwie in irgendeiner Weise, keine Ahnung, mich nicht nach einem festen organisierten, wow, okay, ich habe bis da hinten gehackt, alles klar. Nach einem festen organisierten, strukturierten Plan einordnen muss. Sondern das muss ich ja alles selber planen und für mich selbst festlegen. Und das ist schwieriger, als man denkt. Weil man sich dann, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Es ist schwieriger, als man denkt, für sich selber dann Zeitpläne festlegen zu müssen. Also, diese Viecher lutschen hart. Und zwar richtig übel, weil sie einfach so erscheinen können. Alter Schwede. Ich das jetzt hier esse, geht's ja besser. Ja, Mann, Kakteen sind ja richtig krass. Eben richtig viel Gesundheit. Ich höre noch so ein Kackvieh. Hör dich, du Kackstift. Ich könnte schwören, hätte ich rechtzeitig gehauen, dass er mir eigentlich keinen Schaden mehr hätte machen dürfen. Eieiei, da ist schon wieder alles voll.
Hier voranzukommen dauert echt lange. Da muss ich dann doch mal sehr viele Treppen bauen irgendwann. Womit machte man das nochmal, die Treppen? Ich glaube, da brauchte man sehr viel Stein. 99 Stein. Ja, da muss ich erstmal wahnsinnig viel Stein farmen. Dann kann ich das wahrscheinlich auch. Dann kann ich mich hier runterbauen mit Treppen und genügend Glück. Ich brauche mal Rezepte für die entsprechenden Sachen, damit ich an genug Glück komme. Ich brauche einfach ein bisschen Glück in dem Spiel. Man kriegt ja auch nicht aus jedem Stein einen Stein. Ist ja auch frustrierend. Die meisten gehen irgendwie kaputt. Kriegt man eigentlich auch irgendwie eine... Ja, Iridiumhacke müsste eigentlich auch gehen, ne? Wahrscheinlich könnte ich mich dann einfach hier durchschnetzeln. Tja. Na gut. Also, so macht das keinen Spaß, weil ich hier nicht großartig vorankomme. Gehen wir wieder nach Hause. Müssen ja auch nicht immer so spät ins Bett. Nachher ist der Charakter wirklich schwanger. Kann die nicht in der Höhle ohnmächtig werden? Nachher kriegen wir das Baby nicht. Das wäre schlecht. Aber hier konnte ich doch auch angeln, oder? Gab es hier nicht einen Teich? Vielleicht gibt es ja Sachen, die ich nur hier angeln kann. Das würde zumindest Sinn ergeben. Dann angle ich jetzt hier gerade noch ein bisschen im Teich. So. Bop. Oh. Naja, Hauptsache ich habe das Wasser getroffen, ne? Alles andere ist ja nicht so wichtig. Treibholz! Mein Angelgerät ist kaputt gegangen. Na, das ist ja toll. Ja nun, ich habe euch einigen Input gegeben, einiges an Informationen. Wenn ihr Feedback dazu habt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich würde mich wahnsinnig freuen. Ich bin mir nicht sicher, ob dieses Format dann einen Namen braucht. Ich würde dem Format keinen Namen geben wollen. Alter, die Brille ist ja einfach auch kacke. Ich kann auch gar nicht angeln, mein Inventar ist voll. Ich denke, ich würde die Videos einfach nach ihren Themen benennen und dann einen Hashtag dafür suchen. Und ich glaube, dann bleibe ich einfach beim Hashtag Vollkornhonig. Weil der drückt alles aus. Der sagt ja alles. Der sagt ja, was ich da empfinde. Der sagt ja, was ich da ja ausdrücken möchte. Und dann muss ich das so ein bisschen einbürgern. In der Hoffnung, dass sich das irgendwann dann rentiert, die ganze Arbeit. Ist ja nicht gesagt. Erstmal muss ich ganz viel Geld in Vollkornhonig hinein investieren. Ich meine, ich könnte es versuchen, so wie bei Kritzelpixel, dass das Ganze finanziert wird von den Leuten, die diesen Content gerne sehen wollen. Aber ich glaube, die Leute, die mich finanzieren wollen, die investieren ihr Geld eh schon auf kritzelpixel.de beziehungsweise halt Vollkornhonig auf Tippi. Müsste ich das höchstens noch darum erweitern, dass es dann auch klar ersichtlich ist, dass man das alles mitfinanzieren kann dadurch. Dass das überall. Ich will aber auch nicht, dass die Leute, die sagen, ich finanziere Kritzelpixel und denken dann, das Geld fließt aber auch in dieses und jenes Projekt. Ich würde das dann gerne ein bisschen trennen. Naja, mal gucken, wie ich das anstellen werde. Vielleicht ein extra Slot dafür, das einem klar und deutlich ersichtlich macht, wenn du dieses Slot nutzt, dann unterstützt du auch die Vollkornhonig-Videos. Das wäre eine machbare Sache. Die hatte ich immer in meine Kampfkiste. Meine Kampfkiste. Ihr Kampfkiste, da habe ich kaputt gemacht, die alle. Das sind so Waldsachen. Das müsste hier rein, das da rein, das. Ja, das war Schrott, aber ich pack's trotzdem mal gerade da rein. Das noch dazu. Und Stoiny natürlich auch. Und ja, Slime. Ja, also die Zwergenartefakte, das müsste ich alles verkaufen können. Auch keine Ahnung, ob ich das irgendwie aufheben soll, ob ich damit irgendwann mal je wieder was anfangen kann. Ich glaube nicht. Erhöht die Chance, Schätze zu finden, finde ich irgendwie unnötig. Ich finde es schade, dass diese Angeldinger so schnell kaputt gehen. Selber herstellen kann ich die nicht, nicht wahr? Dreher. Erhöht die Beißrate von Fischen etwas. Doch, das kann ich machen. Fische entkommen langsamer, wenn du sie nicht einkurbelst. Okay. Also, der Köder müsste ich mal wieder welche machen. Und dann kann ich einfach so einen Dreher herstellen. Ich glaube, das mache ich jetzt gerade einfach mal. Weil wir haben davon noch genug. Ja, ich brauche halt Kohle. Ich glaube, ich werde mal welche kaufen beim Schmied. Weil das doch schon ganz schön aufwendig ist, die jedes Mal zu farmen und so. Finde ich ein bisschen nervig, muss ich gestehen. Der geht dann wahrscheinlich auch irgendwann kaputt, wa? Werde ich ja sehen. Kann ich ja dann wieder machen. Und du kommst dann jetzt hier drauf. Wunderbar. Und ich gehe jetzt ins Bett. Ja, ja. Neue Formate, neue Ideen, neue Möglichkeiten. Und ich denke mal, das sollte allen gefallen. Dann ist es auch klar ersichtlich, dass es eine Reihe mit Videos ist, die themenbasierend sind. Und nicht wie hier, dass alle Leute aus den Wolken fallen. Oh, das ist ja wie Minecraft früher.
Mit coolen Themen, das wusste ich gar nicht, sorry. Ich dachte halt, das ist allen Leuten ersichtlich anhand der Titel, aber die Leute gucken anscheinend gar nicht auf meinen Kanal, um zu schauen, ob es ein ähnliches Let's Play wie Minecraft gibt. Es ist einfach so, man ist ja spielorientiert in der Gaming-Szene und die Leute gucken dann gar nicht, ob ihnen eventuell der Content auch gefallen könnte, den ich mit einem anderen Spiel mache, sondern man denkt, ja, nö, das Spiel mag ich nicht, lasse ich das mal. Oder ich habe keinen Zugang zu dem Spiel, lasse ich das mal. Und hier ist halt auch das Spiel irgendwie teilweise nebenbei und dann auch wieder doch wichtig, ne? Sehr unterschiedlich das alles. Ei, 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 Geld, 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 Geld. Entschuldigung, wer mag keine Kohle? Ha? Kohle, 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 ich mag Kohle, 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 Kohle so gern.